Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Mario Kart Wii. Hier ist der Philipp und wir sind mal wieder in einem wunderbaren Online-Raum. Es geht also los. Ich bin einem in meiner FL jetzt nachgejoint. Und CD Luca hat es schon mal auch gleich in den Raum geschafft. Das ist ja hervorragend. Und er bedankt sich bei mir, indem er mir eine Green Shell reindonnert. Ja, das finde ich sehr nett von ihm. Hätte er auch lassen können. Und ja, wir spielen mal wieder Mario Kart Wii. Zu Beginn kam auch mal gleich mal eine Strecke dran, was wunderbar ist. Marios Piste. Ich liebe diese Strecke einfach. Wer mein Let's Play soweit auch offline verfolgt hat, der weiß das auch. Und das sah so aus, als hätte der einen roten hinten dran. So, wie dem auch sei, ich habe ganz, ganz viele Personen geaddet, nämlich an die 25 oder so, was schon eine unglaubliche Zahl ist. Ja, das kann man prinzipiell so machen. Und ich ziehe jetzt einfach mal den SC an der Stelle. Ich habe so bestimmt 25 Personen geaddet und davon haben mich sehr wenig geaddet, wollte ich sagen. Und das ist schön. An der Stelle gleich mal ein Disconnect im ersten Rennen. Das macht gute Laune. Ja. Hoffen wir mal, dass der Reconnect jetzt relativ schnell geht. Bis gleich. Willkommen nochmal von meiner Seite. Blätterwald, es geht also weiter, endlich. Ach, das ist immer ein Hin und Her. Ich bin... ich habe gerade geguckt, ob mein Grabber mitmacht. Das ist der Fall, das ist schön. Und auch Camp Daily, der macht jetzt mit. Mehr oder weniger lange. So, erstmal... Er hat sogar beide getroffen, das ist schön. So, ich glaube, da ist Neo jetzt reingefahren. So, also um das mal so ein kleines bisschen hier zu erläutern. Sterni, nein, schade. Kommt jemand ein. Ich hab mich dann neu verbunden. Das klappte auch relativ zügig. Dann bin ich im WW gejoint. Dann hatte dieser Typ offenbar keine Lust. Und dann hing sich das alles wieder mehr oder weniger auf. Sodass ich also irgendwie nicht joinen konnte. Und dann habe ich mir kurzerhand ein eigenes WW gesucht. Und leider jetzt mit... Das gibt's doch gar nicht. Also, langsam ist es frustrierend. Ich habe mir ein eigenes WW gesucht mit mehr Spielern, wollte ich sagen. Das ist jetzt scheiße. Irgendwie habe ich ein bisschen den Eindruck, dass Nintendo heute nicht so ganz will. Also, ich bin vorhin ein bisschen in einem sogenannten Fun-Boom gefahren mit ein paar Leuten. Das hat alles problemlos geklappt ohne Lag. Und jetzt macht er gar nicht mehr. Ich habe schon Skype beendet. Aber auch das ist also scheint irgendwie nicht so toll zu sein. Jetzt sind auch, ja, ich glaube, ich weiß sogar, woran es liegt. Es wird daran liegen, dass zu viele Personen einfach demselben Raum gejoint sind. Das ist, ich habe jetzt so viele Leute, die online sind, die stürzen sich jetzt alle auf den Raum, dem ich joine. Und dadurch ist er einfach überlastet. So, und ja, man sieht hier alle Personen, die jetzt gerade im globalen Rennen sind. Das sind hier schon einige und eben waren es noch mehr. Die sind alle mir eben nachgejoint und das ist dann einfach zu viel. Ich würde sagen, ich unternehme jetzt noch einen Versuch und joine diesem Raum eben wieder. Und wenn es dann eben nicht klappt, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass ich einen Raum aufmache. Denn da werden dann eben halt, wenn der Raum läuft, also dann wird da eben niemand mehr joinen. So, jetzt kann ich da nicht joinen, das heißt, der Raum ist entweder voll oder die sind gerade in der Streckenwahl. Ach, beginnt das wieder schön, ja. Okay, dann versuche ich es mal bei Beethoven. Mal sehen, das ist ja super. Ihr haut mich immer raus, Leute. Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und ja, ich nehme an, es ist Streckenwahl. Heißt, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen... Ach, es ist wirklich chaotisch. Ja, an der Stelle kann ich euch mal mein formschönes neues Mii zeigen. Das habe ich mir eben gerade auf die Schnelle erstellt. Das alte fand ich dann doch ein bisschen zu hässlich. Inwiefern das jetzt schöner ist, darüber kann man sich streiten. Ich habe aber in erster Linie auch den Namen geändert. Ich glaube, der ist so ganz okay. Jetzt ist ein bisschen Zeit um. Jetzt join ich einfach mal BR Galaxy. Und hoffe mal, dass ich jetzt joinen kann. Ansonsten, nein, okay. Wisst ihr was, wir machen jetzt einen Raum auf und dann sehen wir mal weiter. Bis gleich. So, endlich. Endlich geht es weiter. Wir fahren einen Grand Prix. Es hat jetzt auch lange genug gedauert. Zwischendurch hat sich natürlich mein Aufnahmeprogramm einmal komplett verabschiedet. Und was schon mal positiv ist, ist, dass wir direkt in die Fahrzeugwahl kommen. So, ist also ein schon mal sehr von Disconnects geplanter Tag. Ich hoffe, dass sich das jetzt in den Rennen nicht so negativ darstellen wird. Mit ein, zwei DCs muss man rechnen, aber
sehen wir mal, dass sich das heute im Verlaufe des Tages etwas minimiert, denn das war ja wirklich extrem. Ich denke, meine Entscheidung, Raum zu machen, war richtig, denn wenn ich in ein WW gehe und dann 10 Personen dem Raum joinen, so viele passen nicht rein und ja, es ist dann nicht so schön. So, wir fahren nur 100 CCM, aber immerhin kein Disconnect. Ich begrüße an der Stelle Niu, Melly, BF, Boll, GBR, Rectus, Luca, BR, Galaxy, Beethoven, Pedersen, Patrico, WZO, das dahinter kann ich nicht lesen, und den guten Long. Habe ich Patrico schon genannt? Ich weiß es gerade nicht. So, erste Strecke des heutigen Tages. Ich wähle N64 Bowsers Festung. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich fahre heute mit Texturen auf das, ja, obwohl kann ich eigentlich jetzt schon sagen, ich habe da ja mal gefragt, findet ihr es gut oder schlecht, und dann gab es auch durchaus negative Stimmen, die gesagt haben, nee, also die finde ich nicht so schön, fahr mal lieber mit Originaltexturen. Ich werde das ein bisschen abwechseln und ich möchte aber in jedem Fall mal die N64 Bowsers Festung Textur zeigen, die ich habe, denn die hat Niu erstellt, IC Niu, der hier auch mitfährt, den ich an der Stelle auch mal grüße. Der hat eine wahnsinnig tolle Textur dazu erstellt und die ist im IC-Style gehalten mit dem Logo und ach, ich muss es euch einfach zeigen, es ist wirklich atemberaubend schön gemacht. So, und ja, Mario Kart Wii, wie funktioniert dieses Spiel nochmal? Besser kein Wheelie, ja, Items sind auch überbewertet, aber wir können uns ja schon mal im vorderen Feld, im vorderen Teil des Feldes behaupten, wollte ich gerade sagen. Und da ist eine Bombe und die trifft mich auch noch. Und so schnell ist man dann auch wieder hinten. So, ja, okay, das war jetzt auch nur mehr oder weniger gut. Ich nehme mal den linken Weg in der Hoffnung, dass hier nicht zu viel Mist rumliegt. Und schon, na, vielleicht haben wir ja den Blitz. Das ist toll. Und da gab es wohl so eine kleine Massenkarambolage. Und wir haben jetzt den Blitz tatsächlich auf dem 7. Platz. Und den werde ich mir selbstverständlich aufheben, obgleich natürlich sich auch vorne relativ, also der Abstand zum vorderen Feld ist ja schon relativ bemerkenswert. Los von nichts treffen lassen. Ja, das ist schön. So, deswegen würde ich sagen, ja, warten wir nochmal ein Item und dann setzen wir ihn ein. Das ist jetzt interessant. Mit dem Blitz kann ich schon mal jede Menge machen. Und wenn ich den gezielt einsetze, sodass eben viele Personen den SC eben nicht ziehen können, dann wird mir das schon einen riesigen Vorteil bringen können. Jetzt warten, schocken. So, ich glaube, das war ganz gut. Mal sehen, 3 Pilze nachgezogen. Ich glaube, da habe ich mir den Bullet groß geschockt. Ist mir aber an der Stelle egal, denn der Blitz war insgesamt sehr schön. Wir sind 1 und haben noch 2 Pilze. Das ist ja fantastisch. So. Das heißt, wir können in der nächsten Runde den SC ziehen und sogar noch eine Blue Shell dodgen. Das ist perfekt. Ja, wenn da nicht sowas passiert. Und dann ist es auch noch ein Leckpau und alles ist kaputt und eine Red Shell. So schnell kann es gehen, dass das Rennen dann wieder doch nicht so schön aussieht. Eben sah es nach einem Sieg aus. Denn mit dem SC ziehen und Blue Shell dodge, also der noch möglich ist, sollte da eigentlich nicht viel wackeln, aber so ist es dann halt anders gekommen. Ich musste die Pilze einsetzen, dann kam auch noch ein Pau, den ich nicht dodgen konnte, weil der geleckt hat. Das kommt ja durchaus vor bei solchen Online-Räumen, vor allen Dingen, wenn ich auch noch hoste. Und ja, das ist aber perfekt. Wenn jetzt kein Blitz kommt, dann sollte uns das einen Platz sehr weit vorne bescheren. Vor allen Dingen, weil noch ein blauer Panzer kommt und dann sind wir tatsächlich 1. Das ist toll. Wir sehen, was Luca da noch hat, aber das sollte uns hier alles nicht mehr stören. Und damit gehört erst Platz uns. Schönes Rennen, so kann es durchaus weitergehen, will ich mal behaupten. Jetzt warten wir noch, bis diese ganzen Noobs da hinten ins Ziel kommen. Nein, das war jetzt eine gemeine Unterstellung. Nein, meine Abonnenten sind alle toll und ich finde es auch super, dass wir mal wieder so eine klitzekleine Runde zusammen machen können. Schön, so kann es gerne weitergehen. GBA Bowsers Festung 3. Tolle Strecke. Prinzipiell, wenn man hier vorwegfahren kann, ist die auch ganz schön. Aber, naja, ich will mal so viel sagen. Meistens bleibt man hier nicht lange vorne. Es gibt viele blaue Panzer. Es gibt so einen nervtötenden Shortcut, den dann irgendwie zigtausend Personen ziehen, um sich vorzumogeln. Also mogeln jetzt in Anführungsstrichen, ist ja kein Mogeln. Direkt. Ah,
schon mal ein Power, der nicht leckt wie Sau. Das ist auch ganz nett. Aber ich muss mir auch selbst einen Vorwurf machen, denn ich hoste ja diesen dämlichen Raum. Aber was soll's. Ja, ich mag diese Strecke jetzt nicht so wahnsinnig. Und dass da jetzt keiner durch ist, wundert mich. Naja. Wollen wir mal sehen, was uns dieses Rennen bringt. Und das Feld ist schon wieder sehr weit auseinandergezogen. Also wenn man da mal auf die Karte guckt, das ist schon relativ extrem, ja. So, da ist jetzt Long reingefahren. Hallo Long. Schmeißen wir mal die Fake hin. Vielleicht fährt da ja jemand rein. Ich glaube, die habe ich zu weit außen gelegt. Ja, Pau sollte in der Kurve kommen. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt mir galt. Aber prinzipiell fährt sich das gerade ganz angenehm. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wann die Blue Shell kommt, denn die kommt auf dieser Strecke früher oder später. Und dann, naja, wir müssen ja aber immer noch vorne sein. Also insofern kann man damit zufrieden sein. So, ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber ich hoffe auch, dass es eben relativ leckfrei ist, dieser Raum. Wie gesagt, bei mir kam eben diese eine Pau ein bisschen. Naja, da ist sie. Sollte uns jetzt aber noch nicht so viel machen, wenn der hinter uns jetzt nicht irgendeine Scheiße hat. Dankeschön, Yu. Das war ja wieder mal sehr nett von dir. Und noch einen roten rein. Und wenn der mir jetzt noch die Wolke gibt, dann ist es perfekt. Nee, aber noch Maxi, der wird groß geblitzt hinter mir. Was soll das? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier alles gegen mich verschworen hat. So ein bisschen. Ich weiß es nicht. Irgendwie schon, ja. Das war jetzt scheiße. Ihr seid alle ganz schön doof und gemein und so. Die hau ich mal nach hinten. Der hat nämlich eine Banane und keine Ahnung. Also vierter Platz wäre prinzipiell auch, ja, gar nicht so verkehrt. Ich bin doch eigentlich außen gefahren. Naja, jetzt müssen wir sehen, dass wir noch etwas reißen in diesem Rennen, was aber schwer ist. Und denn SC auf 100, gebe ich ganz ehrlich zu, ist immer so eine Sache. Deswegen gucke ich mal, dass ich lieber noch etwas anderes bekomme als einen Pilz, vorzugsweise etwas zur Verteidigung. Blitz sollte eigentlich nicht mehr kommen. Jetzt jedenfalls nicht so schön. Nimmt da irgendwer den SC? Ich glaube nicht, ne? Ja. Das heißt im Endeffekt, ja, ist das Rennen doch ganz gut, wenn ich dann nicht eine Wolke bekommen würde. Was soll das? Das ist ein Beethoven. Der nimmt sie mir ab, das finde ich nett von ihm. Aber im Endeffekt müssen wir warten und das verdirbt uns dann wieder den Platz. Aber noch mega, was sehr cool ist. Komm, Pilze. Ja, ein Pilz. Ist okay. Nein, die Banane. Ach komm. Erzähl doch nichts. Und dann ist es ein sechster Platz. Naja. Ich würde sagen, bisschen Unglück gepaart mit fahrerischem Unvermögen am Ende. Ja, war blöd. Mit Blue Shell, Green Shell, Wolke, keine Ahnung. Aber 21 Punkte ist ja schon relativ ordentlich. Ich beglückwünsche an der Stelle Nio zu diesem zwischenzeitlichen ersten Platz. Du bist voll doof und so, grüner Panzer. Bowsers Festung Wii. Toller Kurs. Und der Raum leckt, juhu. Kleiner Leckstart dürfte mir am Ende einen Vorteil verschaffen. Insofern cool, oder? Freut man sich darüber, dass man Leckstart hat? Ich weiß es nicht. Sollte man sich darüber freuen? Ist es okay, wenn man sich darüber freut? Muss ich so viele Fragen darüber stellen? Ich weiß es nicht. Aua, aua, da ist ein Stern noch. Geh weg. So, ich fahre jetzt ein paar Leute platt. Mir zum Beispiel. So, und da habe ich noch wen platt gefahren. Das macht irgendwie Spaß. Ja, tatsächlich. Ich muss meine Aggression an so einem Spiel auslassen. Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung. Glitch kann ich nicht, will ich nicht. Ich ziehe nur ungern Glitches. Ja, Nio, das war schön, dass du an der Stelle da Bananen legst. Auf die Wolke habe ich jetzt aber an der Stelle keine Lust. Und dann werde ich runtergeblitzt. Was soll das? Wer zieht da nach 48 Sekunden den Blitz? Beziehungsweise wer aktiviert ihn da schon direkt? Aber war sauber ausgeführt. Nur prinzipiell so ein kleiner Tipp fürs nächste Mal. Bitte lieber dann den ersten runterblitzen und nicht den dritten. Ja, das, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob es Neo als zweiten auch noch erwischt hat, aber okay. So, Bowsers Festung ist so eine Strecke, die ich persönlich nicht mag. Ich weiß nicht, weil ich ein bisschen, meistens habe ich ein bisschen Unglück. Also gerade eben ja auch mit dem Schock und ich bin gestern einen CW gefahren, gestern Abend schon wieder am Blitz. Und was soll ich sagen? Ich war eins und werde dann wirklich an der letztmöglichsten Stelle runtergeblitzt. Runter, von der Blue Shell runtergehauen.
Aber wirklich an der absolut letzten Stelle, an der sowas möglich ist. Und das war nicht schön. Ich habe mich sehr darüber geärgert. Natürlich in der letzten Runde. Und dadurch habe ich dann den letzten Platz belegt. Also das nur als Beispiel. Da kommt noch ein Blauer und du hast eine Wolke. Da fahre ich mal lieber ein bisschen weiter außen. Außerdem kommt da noch ein Bullet. Beethoven. Du seist an der Stelle auch gegrüßt. Und ja, was soll mir dieses Rennen jetzt sagen? Da haben sich vorne schon wieder... Na, obwohl, die sind gar nicht so weit weg vorne. Schock kam allerdings. Das heißt, da wird jetzt niemand auf die Idee kommen, da jemanden runter zu blitzen. Ja, ich habe einen roten. Ich würde da mal weggehen an deiner Stelle. Oder die wollen mich wieder runter blitzen jetzt. Juhu, Philipp runter machen. Ja, das macht Spaß. Das ist ganz aufregend. Dann sehen wir das im Video, wie er sich ganz, ganz doll ärgert. Ihr seid irgendwie Schweine oder so ähnlich. So, der Rote hat getroffen. Vorne, die sind echt ein bisschen weit weg. Und das war jetzt der Versuch, den Drittplatzierten, glaube ich, runter zu blitzen. Hat auch geklappt. Insofern sage ich einfach mal Dankeschön. Und jetzt bin ich... Ja, das ist Long. Wieso mache ich das jetzt eigentlich gerade? Keine Ahnung. Na egal, jetzt sind wir mal eine relativ verkackte Squad, worüber sich Long freut. Ich glaube, es ist im Übrigen... Aua! Aua, ja. Aber das erinnert mich an gestern. Nicht gut. Gestern war nämlich was ich lieber nicht sagen sollte. Aber okay. So, Long freut sich nämlich wie ein Schneekönig, weil das seine absolute Lieblingsstrecke ist, soweit ich weiß. Und da kommt noch ein Blauer. Der wird... Ich hoffe jetzt nicht, dass der zurückgeht und auf mich noch kommt, obwohl ich dodgen könnte, was ich aber wieder nicht könnte, weil hier... Okay, okay, okay... Weil ich jetzt den Pilz einsetzen musste. Ich labere Bullshit, aber wenn es für einen vierten Platz reicht, dann ist es ja auch okay. Entweder gut kommentieren und scheiße fahren oder scheiße fahren und gut kommentieren. Beides zusammen ist irgendwie schwer. Ich bin nicht multitaskingfähig, nein. Aber ist egal. So, Nio hat an der Stelle schon 37 Punkte und CD Luca. Nein, Moment, du hast nur noch Luca. CD, war das ein Clan? Ich weiß es nicht. Früher hieß du immer CD Luca. Hat an der Stelle schon 39 und das sieht vorne relativ deutlich aus. Also 39, 37, 29. Und der Rest ist so ein bisschen gemischt. Also da wird sich noch einiges in den Platzierungen ändern. Ansonsten, ja, bringen wir das letzte Rennen über die Beine und dann ist mein dritter Platz eigentlich schon relativ felsenfest. SNES Marius Biste, wuhu! Ja, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Nein, SNES Marius Piste ist eigentlich eine ganz nette Strecke, finde ich. Aua. Long, du bist doof. Long, geh weg. Long, fall meine Banane. Los, Long. Nee, macht er nicht. Ich dachte, wenn ich den da ein bisschen schubse, dann wird das noch, aber... Okay. Hatte ich nicht gerade drei Bananen? Egal. Ja, Windschatten ist auch so toll an der falschen Stelle. Immer wieder. Drei Pilze. Oh, da kommt einer mit Sternpower. Der hat gleich noch einen. Deswegen ziehen wir mal ihn davon, damit er uns nicht noch... Ja, darfst du ja schon vorbei, wenn du mich in Ruhe lässt. War jetzt vielleicht nicht so schlau, aber egal. Patrico kann abwehren. Naja, SNES Marius Piste ist immer so eine Strecke, bei der wirklich alles passieren kann am Ende. Da kann man entweder eins... sein und auch eins bleiben oder man kann eben stattdessen nochmal zurückgeworfen werden und man kann auf dem letzten Platz nur eins werden oder hinten bleiben. Das geht alles ziemlich durcheinander, ja. So, Patrico dürfte jetzt aber, nee, im Moment, das ist Pedersen. Pedersen dürfte nicht abwehren und der zieht da vorne weg und der schockt mich in meinen eigenen Dings, ich weiß es nicht. So, wir werden ein bisschen nach hinten gehauen. Das ist aber auf der Strecke eigentlich jetzt nicht so problematisch. Einfach ein gutes Item ziehen. Blitz kam auch gerade erst. Sowas wie ein Stern, der mir natürlich prompt rausgedingst wird. Das ist super. Und letzter, ja. Das heißt, wir müssen jetzt am Ende nochmal extrem lacken. Ja, Stern ist jetzt nicht so prädestiniert dafür. Oh, mein Item. Ja, perfekt mit Goldi. Das sollte noch etwas werden. Prinzipiell... Komm, 5 noch, okay, 6. Platz. Jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ich denke mal akzeptabel für das Ende dieses Rennens. Immerhin kein einziges Rennen in der zweiten Hälfte gewesen des Feldes. Müsste mir eigentlich Platz 3 jetzt gesichert haben. Mal schauen, ja, so ist es auch. 35 Punkte, damit lässt es sich leben. Und Glückwünsche an Luca und Glückwünsche auch an Neo für dieses tolle Ergebnis. Und die anderen sind dann irgendwo auch noch mitgefahren.
Das ist jetzt aber nicht böse gemeint. Ich grüße noch einmal an der Stelle alle, die hier im ersten Grand Prix mitgemacht haben. Eventuell gibt es ja jetzt personelle Veränderungen ab dem nächsten GP.